deutsch-französischer Gipfel in Avignon. Doch es waren nicht Staats- und Regierungschefs aus Deutschland und Frankreich, die sich dazu in die südfranzösische Festivalmetropole begeben hatten. Es waren Präsidenten, Vize- und Ehrenpräsidenten, Vorstandsmitglieder und einfache Mitglieder aus deutsch-französischen Gesellschaften beider Länder, die zum Jahreskongress 2010 nach Avignon in die Provence gereist waren. Gut 200 Kongressteilnehmer wurden gezählt. Kunst und Kultur, ein Erbe in gemeinsamer Verantwortung, so lautete das Motto des deutsch-französischen Zwiegespräches im Dienste Europas. Kein Wunder also, dass natürlich das Theaterfestival von Avignon als eine Drehscheibe europäischer Kultur im Zentrum einer informativen Debatte am Podium stand. Hier diskutierten unter Leitung von Professor Henri Menudier, der Leiter des Theaterfestivals Avignon, der Leiter des Goethe-Institutes Paris, der Leiter des Institut Français Düsseldorf, die Direktorin für kulturelle Beziehungen des Fernsehsenders Arte und die Generalsekretärin des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. In 4 Arbeitsgruppen wurde die Arbeit des Kongresses dann vertieft. Aber es standen auch Vorstandswahlen und Ehrungen auf dem Programm der Jahrestagung. Die VDFG hat einen neuen Präsidenten, es ist dies Gerion Fritz aus Brilon, der in Avignon den langjährigen Amtsinhaber Professor Josef Molsberger in dieser Funktion abgelöst hat. Wie sieht Gerion Fritz seine künftige Aufgabe? Der Wunsch unseres neuen Vorstandes ist die gute Fortsetzung der vorangegangenen Arbeit, aber auch die Intensivierung. Die VDFG versteht sich als ein großer Dachverband, als Arbeitskreis, und das intensive Ziel ist es, eine bessere Kommunikation mit den neuen Möglichkeiten der Medien, die wir haben, als wir sie bisher gehabt haben, und eine noch bessere Kommunikation der DFG untereinander zu organisieren. Und dafür steht der gesamte neue Vorstand. Das gelungene Werk aus dem Verlagen Klett und Nathan, ist Manuel d'Histoire Franco-Allemand, deutsch-französisches Geschichtsbuch, muss und soll weitere Verbreitung, viel bessere Verbreitung finden. Eine entsprechende Resolution ist hier sehr erfolgreich und einstimmig verabschiedet worden. Wir versprechen uns davon doch einige Wirkung auch bei den zuständigen Regierungsbehörden. Welches kleine Resümee würden Sie von diesem Kongress ziehen? Es zwingte sich geradezu auf, dass wir in Avignon das Thema wählten, Kunst und Kultur, ein Erbe in gemeinsamer Verantwortung, und darüber nachdenken wollten, wie die deutsch-französischen Gesellschaften in Frankreich und in Deutschland dieser Verantwortung, das Kulturerbe weiterzugeben, nachkommen können. Wir verstehen uns im Dienste Europas. Dieser Kongress ist einer der schönsten Kongresse, der herzlichsten Kongresse, hervorragend organisierten Kongresse, die ich erlebt habe. Ich habe viele erlebt und immer wieder hatten wir einen Höhepunkt. Dies ist einer der ganz großen Höhepunkte, und ich will nicht auf einzelne Dinge kommen, aber wenn ich sehe, wie stark auch Jugend hier eingebunden worden ist, in dem Jugendatelier, das sich einer Theaterproduktion gewidmet hat mit einem Erfolg, dann kann ich nur sagen, ich sehe wirklich nur gut in die Zukunft hinein. Und das ist das Verdienst der AFA hier um Christian Boudenet in Avignon. Günter Teckelburg, Sie sind neues Mitglied im Vorstand der VDFG. Der Kongress in Avignon geht zu Ende. Was ist Ihr persönliches Resümee? Ja, es gab sehr viele Kontakte zu anderen Vorsitzenden, zu den Mitgliedern der verschiedenen Gesellschaften, was sie machen. Und das hat mir auch sehr viele Ideen gebracht, die ich dann in die Vorstandsarbeit einbringen werde. Michael Oschatz, der VDFG-Kongress geht zu Ende. Was ist Ihr persönliches Resümee? Ein wunderschönes Wochenende hier in Avignon mit schönen Gesprächen, viel Sehenswürdigkeiten und guten Eindrücken. Beeindruckend gut. Das Ergebnis eines 6-tägigen Theaterworkshops von 8 deutschen und 5 französischen Jugendlichen, die im Théâtre du Chien Noir auf die Bühne traten. Et alors? Tu veux dire? Oui, ça va mieux? Ça va mieux chez vous? Ça va?
Oui, ça va mieux, vous remontez la pente? Vous allez bien? Ja, es geht besser. Und schließlich wurde zum Abschluss des Kongresses am Sonntag, den 19. September 2010, im Rathaus von Avignon wieder der renommierte Elsie Kühn-Leitz-Preis vergeben. In diesem Jahr wurde er zum ersten Mal einer Stadt zugedacht, der Stadt Avignon, für ihre Verdienste um die deutsch-französische Kulturvermittlung. Das Preisgeld von 10.000 Euro soll für deutsch-französische Kultur- und Sozialprojekte eingesetzt werden. Bürgermeisterin und Abgeordnete des französischen Parlaments, Madame Marie-Josée Rouic, hatte den Preis entgegengenommen. Die Laudatio hielt Claude Martin, ehemaliger Botschafter von Frankreich in Deutschland. Ces hommes sont des héros. Ils sont les héros de notre temps. Leur témoignage, leur estime ont une valeur particulière. Et ce prix, Elsie Kühn-Leitz, a aussi une valeur particulière aujourd'hui. Parce que ce sont eux qui vous ont choisi, qui ont choisi votre ville pour la distinguer et pour l'honorer. Avignon prend place aujourd'hui dans une communauté d'élite, une communauté prestigieuse, où l'on retrouve les plus illustres combattants du rapprochement franco-allemand. Helmut Kohl, Valéry Giscard d'Estaing, Bernard Schmitt, Jacques Delors, ou encore la mythique parmi les ténèbres, la chaîne Arte, précisément à Watzlawn, recevait ce prix. Oui, en recevant ce prix, Avignon prend place parmi les plus grands témoins et les acteurs essentiels du entre la France et l'Allemagne, et je suis heureux d'être celui qui donne à l'occasion de la remise de ce prix, donne cet hommage à la famille, hommage largement mérité. Vive Avignon, vive l'amitié franco-allemande. Nach der Brücke von Avignon nimmt der Kongress jetzt schnurstracks Kurs auf die Kieler Förde. Die Vizepräsidentin der DFG Schleswig-Holstein erklärt warum. Die Deutsch-Französische Gesellschaft Schleswig-Holstein, Sitz Kiel, wird 2011 ihren 60. Geburtstag feiern können. Und aus diesem Anlass laden wir sehr herzlich ein zum Kongress nach Kiel vom 22. bis zum 25. September 2011. Jetzt hat Kiel den Charme, sehr nah an der Küste zu sein. Wird es auch ein maritimes Programm geben für die Teilnehmer? Wir wissen, dass Kiel eine weite Anreise erfordert und wir werden uns große Mühe geben, ein sehr vielfältiges Beiprogramm zu organisieren und natürlich auch die maritimen Aspekte nicht zu vernachlässigen. Besonders werden wir uns bemühen, einen Festabend auf dem Wasser zu organisieren. Und was ist auf dem Kongress im kommenden Jahr 2011 in Kiel für die jugendlichen Teilnehmer geplant? Es wird ein Sprachenöffnen-Kulturen-Projekt geben, wie es auch schon in der Vergangenheit gab. Und zwar haben wir vor, Jugendliche, die in frankophil interessiert sind, sie müssen nicht Mitglied einer DFG sein, einzuladen, Deutsche und Franzosen, die nach Kiel kommen, beginnend vor dem Kongress, an einem Tag zusammenarbeiten, die Ergebnisse am Kongress präsentieren und mit in die Kongressarbeit, in den Erwachsenenkongress eingegliedert. Die Fahrkosten werden komplett übernommen. Es entstehen keine Kongressgebühren. Alle sind herzlich eingeladen über die VDV.